Ich möchte heute beginnen mit einigen wichtigen Begriffen. Dazu muss ich vorab sagen, dass, und das sollte selbstverständlich sein, alle Informationen, alles, was ich Ihnen erzähle, natürlich nicht von mir stammt, sondern aus der chinesischen Literatur, aus der im Wesentlichen sehr alten Literatur. Sollten Informationen kommen, die ich mir im Prinzip überlegt habe, die ich für die Tiere adaptiert habe, dann werde ich Ihnen das immer entsprechend als meine persönliche Einschätzung mitteilen. Neben den 12 Hauptleitbahnen und 8 unpaarigen Leitbahnen haben wir tiefe Leitbahnwege. Dazu gibt es einen eigenen Kurs und es ist auch äußerst wichtig, diese tiefen Wege zumindest einmal gesehen zu haben und zu verstehen, dass es die gibt. Jetzt können Sie sich sicherlich schon denken, dass wenn es ein angeborenes Qi gibt, dann gibt es natürlich auch ein erworbenes Qi. Und dieses erworbene Qi, das wird in 3 Teile geteilt, beziehungsweise das stammt aus unterschiedlichen Quellen und somit unterscheidet man zum einen das Nahrungs-Qi, also das Qi, was wir aus der Nahrung, was Lebewesen aus der Nahrung neu generieren. Ob man eben eine Füllestörung vor sich hat oder eine Schwächestörung. Sie werden auch feststellen, wenn Sie diese Diagnosebäumchen von mir angucken, dass das im Allgemeinen die Haupteinteilung ist, womit dieses Bäumchen quasi beginnt. Und wenn man über das allgemeine Verhalten, vor allen Dingen aber auch über die Pulstastung, schon mal festgestellt hat, ob es sich um eine Schwäche oder um eine Füllestörung handelt, dann hat man meistens die möglichen unterschiedlichen chinesischen Diagnosen schon halbiert, die Anzahl. Sehr typisch für die Feuchtigkeit ist ein sogenannter schlüpfriger Puls. Der Puls glibbert Ihnen unter den Fingern weg. Sie können nicht genau sagen, ob die Pulswelle mehr rechts, mehr links, mehr vorne, mehr hinten ist. Und die Chinesen sagen, der Puls ist wie Perlen auf einem Jadeteller. Typische Zeichen für diese Feuchtigkeit